Servus, Let's Play Starzen. Ja. Mal schauen, nimmt der auf? Ja. Wir nehmen auf. In der letzten Folge sind wir von der Nordruine hierher gekommen. Und heute gehen wir mal her und werden mal wieder einen Tag in der Base verbringen. Punkt 1. Wir werden ja heute wieder mal angegriffen. So, da haben wir mal. Meine Wasserflasche ist leer. Hallo? Nicht so, da trifft jetzt dann. Auch meine Wasserflasche ist jetzt verpackt. Hallo? Was ist da los, Mann? Ah, jetzt auf einmal geht das wieder. Hat das irgendeinen Grund, wo ich vielleicht das mache? So, mit einem gut gefüllten Lederbeutel können wir eigentlich ein komplettes Beet füllen. Vielleicht sollte ich das nicht hier machen. Er geht jetzt wieder, das freut mich. Dann können wir das nächste Mal wieder einen Lederbeutel mitnehmen, weil der hat schon eine Menge, Menge mehr zum Trinken mit. So, das ist gefüllt. Da haben wir noch nichts. So. Da füllen wir mal wieder alles auf. Schön, dass wir. Oh, 32 Tage. Freut mich jedoch sehr, dass die Bäume immer wieder was hergeben. Das ist wirklich schön. Weil das heißt nämlich, dass wir immer wieder schön Früchte hier bekommen. Wir brauchen nicht mehr die Oasen so hundertprozentig absuchen. Oh. Da haben wir Mangos. Wieder drei Mangos zum Ernten. Schön. Bananen. Oh, und da hinten ist Fleisch. Fleisch. Natürlich. Natürlich hat es mich gesehen. Boah, wo schießt denn der immer hin? Das gibt's doch nicht. Einmal probieren wir es noch. Na, schau, wo der hinschießt. Hallo? Fünf Speere! Das war, das Viech war genau vor mir. Und der hat nicht einmal getroffen. Der hat irgendwo hingeschossen, aber nicht dort, wo ich hin wollte. Ich meine, wozu gibt es denn diesen Zielpunkt überhaupt, wenn er irgendwo anders hinschießt? Jetzt aber! Voll durch den Brustkorb, nein, durch den Nacken eigentlich. So, das war jetzt wieder lang genug Zeit verplempert. Aber macht nichts. Wir haben wieder ein bisschen Fleisch und brauchen wir immer wieder für die Expeditionen. Brauchen wir Fleisch? So ist es nun mal. Was können wir hier noch einsammeln? Jucker, Datteln. Datteln hätte ich wirklich genug zurzeit. Mit
schon da sind, wegkommen. Ist doch egal. Erst. Ich würde gerne Datteln einsammeln, aber ich komme nicht drauf. Boah. Aber jetzt, oder? Ja. Wer Baum so ärgern kann. Was bist denn du? Du bist eine normale Palme. Das ist gut. Die wird gleich einmal gefällt. Die brauchen wir immer wieder. Wenn jetzt brauche ich die Baumstämme schon für um die Öfen eigentlich in Betrieb zu nehmen. Dass wir dann Lehmziegeln herstellen können. Weiß noch nicht, wie viel wir brauchen für ein Fundamentchen. Na, dann würde ich mir schon gerne ein kleines Hütchen machen. So mit unten einer kleinen Küche und alles. Und oben dann ein Schlaf- und Lagerraum. Boah, ich hätte so gute Ideen. Trinken wäre auch eine sehr gute Idee. Komplett ausgetrocknet. Oh, noch eine Ananas. War unbedingt Ananassamen, die würden mich wirklich erfreuen. Okay, mit der Palme. Dunk! Boah, hab ich einen harten Schädel. Na gut, ich habe einen Hut auf. Zwar nicht den richtigen Kopfschutz, aber trotzdem. Der Hut schützt. Den richtigen Kopfschutz, den muss ich mir dann wieder aufsetzen, wenn die Würmer angreifen. Ja, mich würde ja wirklich interessieren, da wäre ich sehr gespannt, was passieren. Heute geht schon früh los. Da man sieht zwar keine Axt, aber wir konnten trotzdem weiterarbeiten. Na gut, heute sind sie ja anscheinend schon früher da. Ob das gut ist oder nicht, das zeigt uns gleich das Licht. Na, ich glaube, das. Bitte, du bist aber schon weit weg vom Schuss. Da mal gleich einmal füttern, weil du kriegst sicher wieder sonst Hunger, während wir mitten im Kampf sind. Da gibt es einen Trog. Der wäre einmal auch interessant, dass wir den vielleicht bauen. Naja, wir haben ja noch einiges zu bauen. Die Jucker wieder mal weg. Und Bretter muss ich auch bauen. So, einmal rein ins Wasser. Bisschen abkühlen. Die Base hier in der Mitte, die würde ich mir gerne lassen. So, kann ich das eigentlich zerlegen? Weil wir brauchen es nicht mehr. Das ist eindeutig eine Palme. Die wächst so schön schief. Doch bin ich sehr entspannt. Hier in unserer Heimatbase bin ich ja überhaupt entspannt. Ich höre sie schon. Aber von wo? Von da! Ich habe sie gehört. Gut, kommt her, Würmer. Ich brauche. Na, komm her. Was ist da jetzt? Na bitte, komm her. Nicht wieder vergraben. Komm, sei nicht feige. Ich erwische ihn kein einziges Mal, oder? Jetzt hab ich ihn erwischt. So, den haben wir mal. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist jetzt überhaupt nicht gut.
Das war überhaupt nicht prickelnd. Oh, oi, oi. Okay. Mein Speer ist kaputt. Mein Speer ist kaputt. Boah, drei Ananas geben. Wow. Schön. Schöner Beutel. Hehehehe. Pfeil mitten in dein Gesicht. Wo? Ja, wo ist er denn hin? Alter! Drei? Was? Wieso? Wieso drei? Wieso denn drei? Kann das sein, dass das mehr werden, wenn wir gewisse Tage schon haben? Deswegen war das so irgendwie, dass wir gleich so viel Energie verloren haben. Wieso trifft mit der? Boah, wir sind gleich tot. Ich bin fast tot. Das ist aber gar nicht gut. Es tut mir leid, ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Wenn mir der noch einmal trifft, na dann was ist für uns? Okay. Ja, es geht sich leider noch nicht aus, dass ich irgendwie. Was brauche ich denn? Die brauche ich, glaube ich, für Rüstung. Mal gucken, mal. Na, Ausrüstung. Wir brauchen den Brustpanzer. Wir 8 Schuppenteile und da habe ich nur 2. Das ist nicht gut. Ja, 6 habe ich. Den könnt ihr eigentlich auch einlegen. Dann haben wir Datteln. Datteln, Datteln. Datteln. Haben wir welche gesammelt? Haben wir auch schon voll. Was ist das? Ananassamen. Na schön. Endlich haben wir welche gekriegt. Jetzt können wir endlich Ananas bei uns pflanzen. Schön, schön. Ah, die Energie schon langsam lädt sie sich auf. Oh ja, die Bananen schauen super aus. Lecker, lecker. Da können wir sie eine riesige Anlage in Wirklichkeit machen. Eigentlich schon was für Ananas vorgesehen? Na, gell? Da. Da herüben wollen wir. Da kommen uns die Würmer normalerweise. Hat mich schon wieder getroffen. Wie gibt es das auch? Wie können wir die anderen treffen? Einen nach dem anderen. Dann ist die Bananen. Schon. Kommt schon, schön langsam. Mutz, Mutz. Ich weiß, ich bin feige, aber die sind anders nicht herzen werden. Die kann man wirklich schwer. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich dich. Dann noch einen kriegt. Der ist ja schon ordentlich von Pfeilen gespickt. Aber Gott sei Dank sind wir heute nirgendwo hier unterwegs gewesen. Wir fressen ja ganz schön Pfeile. Dass wir noch keine Eisenpfeile.
herstellen können. Das hat dir nicht gefallen, hä? Hehehe, Schnucki. Aha. Wenn sie sich eingraben, ging an alles durch. Also das würde ich auch noch ein bisschen besser machen. Dass man nicht immer dann alles so versemmelt. Ich weiß, ihr wollt draus. Also zwei sind super machbar, bei drei wird schon. Boah, schau. Der ist immer noch. Bah! Haben sie jetzt da an, sich nur einzugraben? Das sieht man noch gar nicht. Du bist erledigt! Die Hammer! Uah! Wir haben's! Es sei denn, dass mein Bär eh da ist. Habe ich den in Ärm reingeschossen? Oder habe ich mich verdruckt? Gut, was kriegen wir denn von euch? Ein Pfeil noch, das freut mich überhaupt. Plündern, was kriege ich? Ja! War noch ein Pfeil? Oh ja, komm schon! Gib mir, gib mir, gib mir! Gib mir, gib mir! Wir können uns. Aha, noch Ausrüstung! Pfeil, Pfeil, Pfeil. So, irgendwo ist Donnerpferd gesteckt und Donnerpferd gesteckt und Donnerpferd gesteckt. Super. Haben wir da noch irgendwo noch Pfeile von mir? Neu. Wie viel haben wir denn verloren? Vier Pfeile haben wir verloren. Na, schauen wir. Auf jeden Fall mein Eisenspeer. Wieso liegt der da? Wir können uns endlich herstellen. Eine Schutzausrüstung. 1, 2, 3. Herstellen. Ausrüstung. Und zwar einen Brustpanzer. Ah, herstellen. Und jetzt noch das weglegen, weil sonst haben wir keinen Platz mehr für einen Brustpanzer. So, die sind schon despawned. Wie ist der eigentlich? Ich denke, der ist verloren gegangen. Gut, na dann, ab. Zuerst einmal schauen. Verteidigung 30, auch 10 Sonnenschutz. Und 5 Kälteschutz. 5 Kälteschutz oder das werden wir dann wieder zerlegen. Zack. Oh. Errungenschaft. Kampfbereit. Jawohl, und das nehmen wir trotzdem. Ein Tuch. Nichts, was uns an früher erinnert, außer unsere kleine Sportflasche haben wir. Wir sind gerüstet. Okay. Gefällt mir sehr gut. Gut, das wird schon wieder interessant. Frösche jagen. Machen wir dann auch gleich. Jetzt muss ich mich aber schon langsam auch wieder vorbereiten auf die kommende Reise. So, da haben wir nichts. Da haben wir schon Bananen. Ja, 6 Stück gleich. Da Mangos, da Mangos. Alter Schwede. Was geht hier ab? So, da habe ich irgendwo einen Frosch gerade gesehen. Ja. Die holen wir uns natürlich auch. So gut das geht, vor allem wenn sie mich nerven. Um noch ein bisschen Fleisch zu machen. Hier, da ist auch kleiner. Hallo, Froschi!
Polizei meine Beute. Gut, dann schauen wir mal nach. Da wollte einer, da wollte ich noch die herlegen. Und warum habe ich zwei Dauerwerke? Achso, ja, weil ich ja. Wir legen einmal alles ab, was wir jetzt einmal nicht brauchen. Habe ich noch, glaube ich, einen Wedel. Warum auch immer. So, da schauen wir, dass wir nur einen Schlauch nehmen. Dafür ist Leder weg. Und die Tücher, ich habe leider nur zwei. Das tut mir schon weh. So, Steine, da. Eisen. Passt. Gut. Schwabadibob. Was brauchen wir für morgen? Die Pilze einmal nicht. Ausrüstung haben wir jetzt. Wir sind super gerüstet. Da werden wir die Ananassamen, denn die brauchen wir noch. Da sind die Ananas, gut. Banana. Haben wir da die Bananen drinnen? Kann das sein? Hier sind die Bananen drinnen. Okay. Ich komme noch ganz mit meiner Ordnung noch nicht ganz zusammen. Merkt man irgendwie, oder? Gut, aber da war es Flash. Wir nehmen mit Fleisch die Ananas auch, um Ananassamen zu bekommen, und die Mangos werden wir es eh zu viel haben. Das ist einmal die Ausrüstung für die Nahrung. So. Oben müssen wir noch die Materialien, da können wir mal, ich kann mal gleich düngen. Warum nicht? Dünger. Schön. Dann werden wir Wasser auffüllen. Ist jetzt voll. Schön. Dann nehmen wir mit einmal Baumstämme. Einmal Stöcke. Stöcke. Boah, Stöcke habe ich wirklich. Die habe ich ganz schön minimiert. Die ist ein Tauwerk. Wedel für eine Unterkunft. Steine habe ich. Ledertuch braucht man nicht. Gut, Flitzi, was nimmst du mit? Was können wir Flitzi geben? Flitzi hat das Fernrohr. Den können wir mal die Wedel geben. Die brauchen wir so eigentlich nicht. Das brauchen wir schon so. Das brauchen wir schon so. Ja, müsste eigentlich genügen. Ja, dann hätten wir wirklich alles wieder mit, was wir brauchen. Unsere Energie ist immer noch nicht voll. Aber das wird schon. Ja, sehr schön. Boah, schon wieder Mangos. Ich könnte mich, glaube ich, jetzt dann tagelang nur mehr vom... Ah, noch ein Pfeil. Ah, in der Nacht sieht man der gleich viel besser. Ich könnte mich eigentlich mit den Wäldern hier nur von Mangos ernähren. Ich höre einen Frosch, aber du darfst heute noch weiterleben. Was ich noch gerne würde, wäre mal nur... Damit wir schon einmal machen. Die da reinklotzen. Eingabe. Machen wir da 15 Stück einmal. Schauen wir, wie weit das hilft. So, 27 Brett, Baumstämme, das müsste eigentlich auch genügen. Lass mal hier ein bisschen schmelzen. Ist sicher nicht verkehrt. Lagerfeuer könnte ich eigentlich auch einmal hier abbauen. Das würde eigentlich... Ich habe einen Stein und einen Stock fürs Lagerfeuer erhalten.
Voll fair. Also fürs Abbauen erhalten wir eigentlich fast nichts. Deswegen würde ich die Hütte nicht so gerne abbauen und mir lieber einmal eine neue bauen. Zu dem wir heute leider nicht gekommen sind, da ja mit den ganzen Arbeiten rundherum, vielleicht sollte ich mal aufhören, aber ich brauche die Baumstämme einfach, um eben diese Feuer für Schmelzen und das auch anzukriegen. Also wird schon spannend. Gut, es ist Nacht. Wir gehen jetzt speichern und dann gehen wir mal schlafen. Haben wir uns verdient. War ein harter Tag. Ein Monat in der Wüste. Ich bin schon so gespannt, was wir jetzt entdecken werden in den nördlichen Ruinen. Vor allem, wie viele Würmer dort auf uns warten. Okay, liebe Freunde, wir starten dann gleich los. Morgen in der Früh, also heute in der Früh für euch morgen, starten wir gleich los nach Norden. Zu den Ruinen, 3 Stück sollten es sein. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit au, servus mit Vogel V. Du hast das Lied der Wüste gehört, wenn der Wind sanft über die Berge weht. Du hast das Licht der Morgendämmerung gesehen, wenn der Duft des Laubes die Luft füllt. Du hast die silbernen Dünen bei Nacht gesehen, wenn beide Monde hoch am Himmel stehen. Unter den Monden haben wir ein Sprichwort. Der Ort, an dem du sterben willst, ist der Ort, den du dein Zuhause nennen kannst. Also sag es mir. Wo möchtest du sterben?